Ich bin nicht gestorben. Gib Slash Kill ein. Ich bin gerade auf dem Boden und bin am Leben. Gib Slash Kill ein. Aua, aua. Mann. Da. So, jetzt endlich, ey. Jetzt geh ich. Natürlich springe ich drüber. Oh, ja, so, jetzt geht's ab. Ab nach unten. Genau. Jetzt geh ich ab. Jetzt pass auf, jetzt geh ich ab. Er geht ab. Er geht ab. Er geht ab, 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 ab. Ah, ja. Zu viel abgegangen. Na, ich warte noch hier unten. Na gut, du kommst dein Schild auch nicht runter. Dachte, leistest du mir Gesellschaft. Nö, geh doch nicht. Na, komm runter, ich warte hier unten mit meinen. Nein, ich will nicht runterfliegen. Ah, ich bin schon mal. Nein. Hallo. Nein, jetzt bin ich schon runtergefallen. Ich warte hier unten auf dich. Na, komm. Nix da. Ich will dich in meinem Grab. Ich will jetzt nie wieder runterfliegen. Warte, ich weiß, was fehlt. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ich hab Mario Musik an, ich kann nichts mehr verlieren. Da fällt er. Moment, der Chip. Und ich falle aber auch. Ja, nee, ich muss einmal sterben, damit die Mario Musik überhaupt Wirkung zeigt. Pass auf, jetzt geh ich ab. Er geht ab. Er ging nicht ab. Ab nach unten. Okay, jetzt geh ich hoch. Ich geh oben. Ich hab ganz viel Luftballon an meinem Körper. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Hebt man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher. Okay, ich bin oben. Alarm zu geben, wenn so wäre, dabei kannst du mich gleich hochporten. Noch einen Versuch will ich haben. Da ist aber noch nicht der Checkpoint. Ist mir doch egal. Achso, du. Ja, gut, dann erreicht dein Checkpoint erstmal. Ernsthaft? Really? Fuck. Mach die Mario-Musik an, sie gibt dir speziell. Ich Kräfte. Kann das nicht, ich darf das nicht. Oder mach einen Hentai an, die gibt dir auch speziell Kräfte. Ja, klar. Und schlagen die Kräfte nach oben. Also ich muss sagen, Hentai ist sowas von abtönt. Ich mag das nicht, tut mir leid. Das erregt mich 0%. Dann hast du eine kleine Schwester. Nein? Nicht, was ist das für eine Frage? Selbst wenn? Wieso sollte ich denn meine kleine Schwester... Ich meinte damit, dass du sie herholen sollst, wenn du sie knuddeln sollst. Dann bekommst du auch speziell Kräfte. Große Bruderkräfte. Ich will doch niemanden umarmen. Vor allem nicht außer Familie, ich bitte dich. Ich will doch niemanden umarmen. Selbst wenn ich mal aus der Familie bist du irre? Doch, eine kleine Schwester muss man umarmen. Habe ich aber nicht, also umarme ich nichts. Mich hat auch nie jemand umarmt. Selbst als Baby. Ich wurde von allen fallen gelassen. Und ins Klo reingesteckt, als Klobürste benutzt. Klar. Hey, so ein Babyfuß passt nochmal gut unter den Dingens. Und unter den Dingens, unter den Toilettenrand. Das ist nämlich ganz schön formbar. Das erklärt auch meine dreckigen Füße. Nein. Gruppe, oh Gott, Füße. Dieser Sprung, ey, den ich hier gerade sehe. Oh Gott. Oh, ich habe ihn geschafft. Okay. Fuck. Dim. Ich schaff's nicht mehr um die eine Ecke drum. Ja, hi. Hi. Scheiße, ich dachte, ich war weiter oben gelandet. Anscheinend. Oh. Kannst du bitte Tag machen? Keine Zeit, ich bin gerade im Rush. Da fällt er. Fuck. Nur weil du es gesagt hast. Boah, der Farbwechsel, ey. Der bringt einen ja um.
Nein! Ah, gut, Sicherung. Nein! Achso, das schon. Jetzt habe ich für dich Nein gesagt. Bist du auf der Gamescom? Nein, ich bin leider nicht auf der Gamescom anzutreffen. Warum? Weil ich kein Geld habe für die Gamescom. Der Eintritt kostet nur für 2 Tage 36 Euro. Geht ja, ne? Und wie soll ich da hinkommen? Wenn du auf dem Weg wohnst, könnte man dich vielleicht mitnehmen. Ich habe ein Auto, alles kein Problem, nur das kostet alles. Bahn kostet, ich wohne ja doch ein ganz schönes Stückchen weit weg von Köln. So ein Bahnticket, wenn ich das jetzt buchen würde, würde ich schon über 40 Euro nur hinfahren zahlen. Tank würde ich auch nicht. Meine Monatskarte kostet auch 100 Euro. Ja, Monatskarte, ja. Und, ja, wie gesagt, das ist Geld, weil ich derzeit nicht so zur Verfügung habe. Ups. Ist halt ein bisschen. Ich war bisher noch nie auf der Gamescom, ich wollte eigentlich 2014, aber. Tja, wann ist denn die eigentlich? 15. bis 17. Was? 14. bis 17. Diesen Monat? August. Nein, August. Nächsten Monat. Ich weiß nicht, ob ich bis dato. Warte mal, 14. was? 14. bis 17. 14. Donnerstag bis Sonntag, okay. Mhm. Wann bist du da? Und mit wem? Samstag, Sonntag. Und mit wem? Julia. Und wie wollt ihr hinkommen? Auto. Und wer fährt euch? Mutter. Ich fahre dann aber mit dem Zug zurück. Meine Mutter fährt mich hin, geht am Sonntagmorgen, ich tue am Sonntagabend mit dem Zug zurückfahren. Okay. Würdest du kommen? Warte, nein. Nee, dann würde ich dich umbringen, also komm lieber nicht. Würde ich was kommen? Würdest du kommen, dann würdest du leider umgebracht werden, aber also deswegen komm lieber nicht. Ich weiß es noch nicht, also. Ich hoffe doch bis dahin Geld zu haben. Könnte. Ach, keine Ahnung, je nachdem. Du stirbst, wenn du herkommst. Meinst du? Ja. Weil du sonst von Julia geknullt wirst. So gesehen habe ich einen Tötungsgrund. Naja. Als wenn die mich knuddeln würde. Hat sie gerade geschrieben. Hat sie? Ja. Wenn du auf die Gamescom kommen würdest, wird sie dich knuddeln. Bedeutet, ich will dich umbringen. Ja, natürlich falle ich erstmal runter, die Runde. Echt jetzt? Oh, nee. Julia, warum? Wieso würde mich jemand knuddeln? Verstehe ich nicht. Nee. Mitleid. Hat sie jetzt geschrieben, oder? Nein, das würde ich jetzt sagen. Ich wusste ja nicht, dass ich so bemitleidenswert bin. Also ich meine... Deine Musik, kannst du die ein bisschen leiser machen, oder so? Entschuldigung. Nein, da springe ich drüber, ich Arschloch. Oh nee. Oh, mein Arsch tut schon weh. Er ist schon über 1,5 Stunden Aufnahme, ey. Andere wären vielleicht schon fertig damit. Aber ich muss schon sagen, eigentlich stelle ich mich doch, also momentan jetzt doch ein bisschen besser an. Ey, Fliege, ich bring dich um, wenn du noch einmal in mein Gesicht kommst. Jung. Du willst, du, kann das sein, dass du so leicht aggressiv bist und so? Ich unaggressiv? Nein. Nein. Bring ich um. Nein. Mich willst du umbringen? Klar, warum nicht? Ich meine, ja. Hallo, Nietzsche will ich knuddeln. Das kann ich nicht gut. Was, Nietzsche? Julia. Also. Ich weiß gar nicht, wer ist noch alles auf der Gamescom? Gibt's einen Stand, was du angucken wollen würdest, oder wie? Mm-mm. Auf jeden Fall vieles einkaufen. Einkaufen? Mm-hmm. Was willst du denn einkaufen? Was willst du denn einkaufen? Souvenirs und so weiter. Ach so. Und vieles anderes. Und ich habe ein Geschenk für sie. Oder sie weiß schon, was ich ihr schenke, aber trotzdem. Wenn ich kommen würde, hättest du auch ein Geschenk für mich? Nein. Doch, hätte ich. Eine Faust ins Gesicht. Oder ein Baseballschläger ins Gesicht. Kannst du dir aussuchen.
Oder natürlich die Kettensäge auch. Ah, müsst ihr erst kaufen. Also, nimm dir aber nicht die Kettensäge. Noch da? Hm. Warum stirbst du nicht mehr? Ha, ich bin gut. Nein, ich muss kurz was zurückschreiben. Ja, ja, während der Aufnahme erstmal mit jemandem schreiben. Unmöglich, diese Jungen heutzutage. Das Problem ist, es ist was Wichtiges gewesen. So, ja, bin ja wohl back in game. Und du hast es bisher noch nicht geschafft, ey, ja? Zum Thema. Ich war schon oft genug oben, aber das sind Sprünge, die wirst du niemals schaffen. Na, hör auf, mir so solche Angst einzureden. Sagen wir mal so. Drei Block weit entfernter Spiegel. Zaunsprung. Was? Zaunsprung? Hm. Leitersprung. Und dennoch ein. Warte, wie viele Blöcke sind das? Siebenfacher Zaunsprung. Mach dein Gesicht da weg. Ja, danke. Ich wollte eigentlich sagen, dass du mal bitte weichen sollst. Es ist besser, wenn ich weiterkomme als du. Ja, du dann nervst du mich wesentlich mal so da unten. Ich will meine Ruhe. Jedes Mal, wenn ich dein Antlitz sehe, denke ich mir so, Scheiße. Wieso? Nein. Ich wiss schon meinen Stuhl voll. Toll, ich fall schon durch die Decke oder was? Durch den Boden. Cool, warum nicht? Hast du eigentlich die Mario-Musik nur an? Mhm. Hat wohl doch nichts gebracht. Aber. Ich könnte auch natürlich meine eigene Musik anmachen, dann wäre ich besser, aber dann würde jeder hören. Achso, nee, das ist nicht so gut. Aber ich kann zum Beispiel sagen, damals ein Kumpel und ich, wir hatten auf der PS2 Sonic Unleashed gespielt. Mhm. Sagt dir vielleicht nicht viel. Und doch. Okay. Und da gab's so eine Passage, wo man extrem schnell rennen musste und nach Zeiten und alles und so. Und die haben wir nach x-maligen Mal nicht geschafft. Und da hatte der Kumpel dann Digimon-Musik abgespielt. Also du willst ja alle Beste sein, wie keiner vor dir war. Und bei dem Lied ist ja sowas von abgegangen, dass er das beim ersten Mal geschafft hatte. Geht gar nicht. Und seitdem war das irgendwie immer das Lied, was der an war. Hat zwar nicht immer geholfen, aber es war trotzdem im ersten Moment so von wegen. Wo ist Fly? I wanna fly, fly, fly. Was? Hast du keinen Bock mehr? Warte. Nein, ich fall drüber. Hast du keinen Bock mehr oder was? Doch, ich hab schon noch Bock. Aber? Ich hab keinen Bock mehr auf diese Jump, ey. Achso. Ja, aber was wir machen? Entweder eine muss es schaffen von uns. Warte, ich habe eine Idee, wie ich das schaffen kann. Na, ohne Cheaten. Nee, es ist nicht ohne, es ist nicht Cheaten. Bug-Using. Es ist kein Bug-Using. Glitchen. Es ist kein Glitchen. Was denn? Es ist einfach Commands ausnutzen. Aha. Also, wenn das sind ungefähr 1, 2, 3, 4 nach vorne. F3, 4 in die Richtung, oder viel weniger in die Richtung. 1 daran, also so gesehen 100 TP. Nein. Verdammt, jetzt kann ich nicht sehen. X minus 400. Du stehst da extrem gut, weißt du das? 403 minus 403. Du stehst da immer noch sehr gut. 60. Kannst du mal Tag einstellen? Du hättest mir auch mal Rechte geben können, 100. Weißt du?
Oh fuck. Ah, das war...